Ja, Freunde, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Wir kümmern uns heute um unseren Dreizack, das haben wir ja letzte Folge besprochen. Ich habe mich tatsächlich ein bisschen informiert, das ist jetzt tatsächlich sogar ein bisschen später, wir haben es gerade 22.40 Uhr. Ich habe morgen Schule, aber ich habe glücklicherweise erst einen Blockausfall. Bedeutet, ich kann ausschlafen und ich hatte jetzt gerade wieder ein bisschen, also gerade richtig Bock, wirklich jetzt richtig Bock hier das Projekt voranzubringen. Und, hallo, und deswegen mache ich das jetzt direkt. Wie gesagt, den Dreizack können wir leider heute nicht vollständig verzaubern, weil man braucht zwei Dreizäcke, um das... Dreizäcke. Man braucht auf jeden Fall noch einen, um den zu reparieren. Und ich dachte erst, man kann es irgendwie mit Leder machen oder so, geht aber nicht mehr scheinbar. Deswegen können wir den jetzt erstmal verzaubern und müssen dann mit der Verwendung warten, bis wir wahrscheinlich noch einen gedroppt bekommen sollten, hoffentlich. Treue 3. Treue lässt es dann im Prinzip, lässt den Dreizack zu uns zurückkommen. Ich verzauber jetzt einfach. Nur Treue 3. Schade. Aber im Prinzip müssten wir den theoretisch jetzt werfen können. Der fliegt jetzt ganz weit. Und... Kommt der auch wieder? Hallo? Dreizack? Nein! Treue bis Stufe 3 lässt den Dreizack nach dem Werfen zum Spieler zurückkehren. Das war's dann mit der Treue. Vielleicht liegt es daran, dass hinten keine Chunks geladen sind. Ich werde da später mit dem Boot auf jeden Fall hinfahren. Aber heute habe ich noch eine andere Mission, Leute. Denn erstmal will ich jetzt noch ein bisschen Zeug verzaubern, was wir vielleicht gebrauchen könnten. So, denn ich will heute, wenn ich jetzt fertig mit Verzaubern bin, mal das nächste Villager-Dorf aufsuchen. Also das, was hier am nächsten ist mit diesem Dorf. Und ich muss das Dach ausleuchten. Aus diesem Dorf werden wir dann, oder zu diesem Dorf werden wir eine Bahn bauen. Dann werden wir versuchen, Villager hierher zu transportieren. Denn ich denke, eine Villager-Farm wäre auf jeden Fall echt nochmal ein guter Vorteil. Wasserläufer 3. Und Glück 3. Glück 3, Effizienz 4, Haltbarkeit 3. Stärke 4. Nice. Stärke 5, Haltbarkeit 3, Flamme 1. 11 Level. Stärke 4, Haltbarkeit 1, Flamme und Schlag 1. Toll. Immer noch keine Unendlichkeit, aber wenigstens ein Anfang. So Leute, das Ding ist nämlich, ich möchte ja Villager holen, damit wir auch gleichzeitig eine Eisenfarm in naher Zeit bauen können. Die Eisenfarm möchte ich gerne hierhin bauen und die Villager müssen ca. 80 Blöcke von der Eisenfarm weg sein, also entfernt sein. Heißt, wir gehen jetzt mal in die Richtung. Ich habe mir nämlich Koordinaten gescreenshottet, wo das Villager-Dorf ist. Und das ist nämlich exakt da hinten. Also wir müssen auf jeden Fall ein ganzes Stück laufen, um da hinzukommen, das kann ich euch jetzt schon sagen. Dass wir sie einfach hier hinbringen. Und da wir eh eine Bahn bauen müssen, später, müssen wir uns tatsächlich zu dem Dorf buddeln. Ist natürlich eine super Aufgabe, macht auch auf jeden Fall übelst viel Spaß, jetzt hier sich hinzubuddeln. Und wenn wir beim Dorf sind, müssen wir sogar tatsächlich direkt einfach wieder nach Hause laufen. Ach, das ist eigentlich voll dumm. Ich hätte einfach von zu Hause direkt Eisen mitnehmen können. Dann hätten wir nämlich Rails gebaut und mit den Rails können wir dann die Bahn bauen, dass die Villager im Prinzip hierher transportiert werden. So. Ja, das Problem ist, wir hatten noch nie das Glück, dass bei uns zu Hause in der Nähe irgendwo ein Dorf war. Bedeutet, wir müssen halt wirklich gucken, dass wir die Villager halt transportiert bekommen. Nur sobald wir dafür dann einmal Villager bei uns haben, baue ich eine Anlage, dass die Villager sich am Tag, in einem Minekrafttag im Prinzip, vermehren. Zweimal am Tag und dann ist das alles nicht mehr so schwierig. Und ja, Leute, ich weiß, es ist hässlich. Und wir werden das hier auch alles wieder abbauen, irgendwann. Keine Sorge, aber die Hauptmission ist halt erstmal die Villager wirklich nach Hause zu bekommen. Das wird, denke ich, auch auf jeden Fall seine Zeit dauern. Also die Villager wird echt eine richtige Arbeit, bis die dann bei uns sind, weil das Dorf jetzt auch nicht gerade direkt bei uns zu Hause ist. Oh, und ich habe meinen Dreizack wieder. Fällt mir gerade mal so nebenbei auf. Da ist er doch wieder bekommen. Ja, das lag halt daran, dass die Chunks dort nicht geladen waren. Ach, hallo, lieber Dreizack. Das ist ja toll, dass du wieder da bist. Wir sind im Wüstenbiom. Oh, das ist super. Hier geht das super schnell. Hier kann ich super schnell alles abbauen. Okay, schade. Ich dachte, wir hätten hier noch länger unter der Erde bleiben können. Weil das Gute ist ja, durch den Sandstein kommen wir richtig gut schnell durch. Und das ist kein Problem. Da können wir hier durchrattern. Ganz easy. Und schon sind wir gleich da. Okay, es fehlen jetzt auch circa 100 Blöcke. Und dann müssen wir sogar schon beim Dorf sein, theoretisch. Boah, ich bin so hyped, die Villager werden uns mal so voranbringen. Allein so von den Leveln her, von den Büchern her, von allem eigentlich. Dann haben wir auch Blöcke zum Bauen, die wir traden können. Dann gibt es eigentlich nicht mehr viel mehr, was wir brauchen. Wir haben dann eine Eisenfarm.
Das Einzige, was sie dann halt noch machen müssen, ist die Sachen bauen, also die automatische Farm und Tiere hochbringen. Das ist auch nochmal eine Herausforderung. Ja. Ja, oh mein Gott, ich renne hier seit einer halben Stunde rum und suche das Dorf. Dabei war es die ganze Zeit vor meiner Nase. So, bitte sag mir, hier sind Villager. Bete zu Gott, hier sind Villager, da sind Villager. Zwei Stück. Oh mein Gott, ich habe es so vermisst. Hallo, hallo Freunde, hallo. Hallo, oh mein Gott, hallo. Hallo, hallo, hallo. Leute, unser Weg ist genau da hinten. Genau da, nicht mal 100 Blöcke entfernt. Ja, hier ist unsere Eingangsstelle. Hier. Und da müssen wir lang, da hinten. Und dann haben wir die Villager. So, wow. Für mich heißt es jetzt ab nach Hause rennen. Einmal Eisen holen, Schienen, Speed-Schienen machen. Zwei Minecarts. Am besten sogar drei, dann können wir gleich drei Villager mitnehmen. Und die bringe ich dann erstmal nach Hause. Leute, seid ihr eigentlich so, wenn ihr Minecraft spielt, seid ihr so Leute, die so auf Villager sich übel fokussieren? Weil Villager sind schon übelst OP. Also wenn du Villager richtig reingrindest und Villager richtig durchspielst einfach, dann sind Villager einfach mit das OP-ste, was es gibt. Also wirklich jetzt. Villager können dir die OP-sten Bücher für mittlerweile ein Smaragd traden, wenn du sie ja zu diesem Zombie ummachst und dann wieder vom Zombie weg zum Villager und dann machen die ja mega Rabatte. Und das bei den besten Büchern, die es gibt, so. Das ist heftig. Leute, das Ding ist, ich zeichne ja, ne? Müssen ja, manche von euch wahrscheinlich wissen das ja, dass ich viel zeichne. Meine Mom ist da richtig stolz drauf, ne? Ich sag so, Alter, meine Bilder, vor allem von früher, so vor 2 Monaten, sehe ich jetzt schon, da denke ich mir, was habe ich da für eine Kacke gemalt, so. Und meine Mom zeigt einfach Bilder, die so 2 Monate alt sind, die ich überhaupt nicht mehr geil finde. Einfach irgendwelchen Leuten, sie ist halt Kellnerin. Und dann müsst ihr vorstellen, ist so ein Meeting da bei ihr im Hotel. Das ist auch so ein richtig bekanntes Hotel. Ich sage jetzt mal extra nicht den Namen. Aber auf jeden Fall haben so richtig wichtige Leute halt einen Termin, ein Meeting. Und sie redet einfach mit denen und fragt sich so, ja, mein Sohn, der malt, haben sie vielleicht eine Stelle frei oder sowas, einen Ausbildungsplatz. Und dann sagt sie mir immer richtig stolz, wenn sie so nach Hause kommt. Das freut mich dann, das finde ich aber auch irgendwie niedlich so. Wenn sie dann nach Hause kommt, sagt sie mir dann immer ja. Und dann habe ich ihm das gezeigt, habe ich ihm deine Bilder gezeigt und der ist so gefühlt, ist ihm die Gabel einfach aus der Hand gefallen und ich gucke so und denke mir so, hallo? Meine Bilder, also wirklich, das was ich zeichne, vor allem so in den letzten Monaten oder die letzten Monate, was ich gezeichnet habe, da bin ich so selbst als Typ, der das halt gezeichnet hat, null mit zufrieden. Und als ob wir hier wirklich nirgendwo mehr Holz haben, man, wir sind so nah am Schlucker. Aber ich selbst bin halt, wie gesagt, ich bin null damit zufrieden. Und dann so zu hören, yo, das begeistert andere voll und andere finden das übelst krass. Zuletzt hat sie mir erzählt, dass sie einen, der leitet irgendeine richtig wichtige Firma, ne? Und so, in so einen Firmen haben die meistens Zeichner, die übel heftig sind, so. Also die malen sind wahrscheinlich dann seit 20 Jahren, so. Und malen übelst heftige Wallpaper und alles. Und meine Mom hat mir so erzählt, dass sie dem Typen so mein Bild gezeigt hat. Und er einfach geguckt hat und meinte, ja, ist es von ihrem Sohn, sich das dann nochmal genauer angeguckt hat. Und er dann so meinte, ja, wie alt ist ihr Sohn? Und sie so, ja, 15. Und er hat sie, oder nach ihr hat er sie dann angeguckt und ihm ist so gefühlt halb die Gabel aus der Hand gefallen und er so, ja, mit 15 malt man doch nicht sowas, oder? Und sie dann so, ja, doch, hat mein Sohn gemalt. Und er kam da drauf nicht klar, ne? Und dann meinte er so, ja, ich guck mal, ich melde mich auf jeden Fall bei Ihnen. Und das war jetzt vorgestern, hat meine Mami das erzählt. Mal gucken, was da rauskommt. Ich werde da wahrscheinlich bestimmt in den nächsten Folgen nochmal drüber reden. Aber ich denke mir so, wisst ihr, er denkt sich so, boah, wie heftig ist das? Und in 3 Monaten male ich einfach 10-mal so heftig, weil ich zurzeit auch jeden Abend, also ich komme, oder ich habe gemerkt, dass wenn ich mich anstrenge, ich mit 6 Stunden Schlaf auskomme. Wenn ich jetzt zum Beispiel tagsüber viel zu tun hatte, ich nehme ja auf und das schneide ich dann alles und das dauert alles seine Zeit, dann lerne ich noch nebenbei für die Schule. Habe dann noch meinen Nebenjob, den ich freitags und samstags mache, das Zeitungen austragen. Das dauert auch mal seine 5-6 Stunden, danach ist man auch dementsprechend fertig, wenn man einen 200-Kilo-Wagen halt durch die Nachbarschaft geschoben hat, so. Und nebenbei bin ich dann immer noch für meine Freundinnen und Freunde da und so, wisst ihr, weil, keine Ahnung, ich finde, Freunde geht immer so über alles. Scheiß drauf, was du hast. Scheiß drauf, was los ist, so. Wenn Kumpel oder deine Freundin Hilfe braucht, bist du da, wisst ihr, was ich meine? Dann hast du da zu sein, ganz einfach. Egal, was ist, dann lässt du alles fallen und liegen. Wenn es wichtig ist, hast du einfach da zu sein. Da bin ich halt für die dann auch oft noch da, so.
aber das ist ja nicht schlimm so. Und dann bleibt halt die Zeit fürs Zeichnen relativ selten. Wenn ich dann zeichne, zeichne ich halt abends und da kacke ich mittlerweile so auf die Zeit. Also mittlerweile ist mir das so egal. Ich bin manchmal so 21 Uhr, bin ich eigentlich komplett fertig. Auch mein Kopf so komplett fertig und dann mache ich mir Musik an, mache meine Augen kurz zu, dann lege ich übelst mit dem Zeichnen los so. Ich habe jetzt mittlerweile angefangen, Drachen zu zeichnen. Ihr könnt gerne mal auf Instagram vorbeigucken, ist unten verlinkt. Die Drachen, also ich finde die Drachen übelst nice so. Mein Freund, der malt seit zweieinhalb Jahren malt er jetzt Graffiti. Und der macht so heftige Sachen, ne? Also wirklich jetzt, der macht richtig krasse Sachen. Aber auf jeden Fall meint selbst er, der halt seit zweieinhalb Jahren Graffiti malt und also der macht echt, wisst ihr, es gibt dieses Schmiererei-Graffiti, ne, fühle ich den Punkt so. Aber es gibt auch dieses Graffiti, so wenn du einen clean Style hast, kann das einfach so heftig aussehen. Und selbst unsere Schule, gibt ihm Aufträge, dass er halt was malen soll für die Schule oder eine Wand von der Schule was malen soll. Also wirklich, er kriegt Aufträge, das ist nicht, er macht das illegal, sondern die Schule oder die Schulleiterin geht zu ihm, die verstehen sich auch voll gut, die verstehen sich mit der Schulleiterin auch super, eben geht zu ihm und sagt ihm, ja, hier, kriegst alles von uns gestellt, willst du da mal was hinmalen, sagt ihm ein Wort und dann malt er das da halt hin und dafür kriegt er dann am Ende, dafür, dass er im Prinzip alles gestellt bekommt und wirklich nur seinem Hobby nachgeht, Geld. So ist eigentlich übel geil, wenn man sich das so vorstellt, ne? Der meint, dass meine Dragons übelst heftig aussehen, obwohl ich selbst da drin so heftig viele Fehler sehe, also wirklich, ich sehe da drin so viele Fehler. Aber ich denke, das ist bei jedem Zeichner so, dass er irgendwie in jedem seiner Bilder Fehler sieht, die hätten besser laufen können, so. Nur jetzt vor allem, ich male zurzeit viele Dragons, so jeden Abend ein. Jetzt momentan merke ich richtig krass, wie meine Entwicklung ist. So, ich habe mir letztens einen Dragon angeguckt, der ist nicht mal eine Woche alt, glaube ich. Also wirklich, der ist nicht mal eine Woche alt. Und ich finde jetzt schon, dass er so kacke aussieht, im Gegensatz zu dem, was ich jetzt male. Weil, wisst ihr, und so ist es halt auch bei den Bildern, die meine Mom diesen Leuten da zeigt, so. Ich denke mir jetzt, yo, die sehen eigentlich mega kacke aus, aber meine Mom findet die halt trotzdem heftig, so. Und wahrscheinlich auch so viele andere, die dann sehen würden, würden das heftig finden und ich würde mir denken, yo, es sieht mega kacke aus, aber hey. So, Jungs, wir haben jetzt die Villager nach Jahren und jetzt befördern wir sie, nach Hause. Ich habe jetzt zwei Farmer. Zwei müssten eigentlich reichen. Rein theoretisch, hoffentlich. Ja, die bringen wir jetzt nach Hause. Und wenn die zu Hause sind, bauen wir erstmal einen Käfig. Also wirklich einen Käfig, damit wir sie einsperren. Und danach baue ich einen Breeder in der nächsten Folge. Aber sobald wir diesen Breeder in Anführungszeichen haben, wo die sich dann vermehren wie sonst was, sobald wir den haben, geht's dann halt richtig los. Also wirklich, dieses Transportieren ist so anstrengend, es ist halt wirklich einfach Pech, dass es immer so weit weg ist. Okay, Leute, der eine ist jetzt arbeitslos geworden, der andere ist noch, hat noch einen Job, aber da müssen wir jetzt hin mit denen. Und sobald wir da sind, ist es eigentlich nicht mehr so weit. Nein. Junge, dein Kollege da oben, ne, der stört. Du Bruder, du musst da lang. Ich habe richtig Angst, dass einfach irgendwo in meinem Gang ein Monster ist, was dann einfach die Villager umbringt, das wäre sad. Danach hätte ich aber auch so gar keinen Bock mehr. Einfach, würde ich einfach quitten. Nicht mal Tschüss sagen, einfach Video vorbei. Nein, oh mein Gott, ihr seid doch so dämlich. Ja, los, zieh durch. Nein, 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 ja, sie sind tot.